Einen wunderschönen guten Tag. Berliner Geschichten zu erzählen, ist ja inzwischen ein Markenzeichen, das Theater im Palais geworden. Aber am 11. September 2015 kam ein ganz besonderer Gast in den Berliner Geschichten auf unsere Bühne. Darum sitze ich auch hier in einem recht hochherrschaftlichen Ambiente, denn unser Gast war Ottokar III., das Schlossgespenst der Hohenzollern. Unsere Hausautorin und Hausregisseurin Barbara Abend hat ein Feature zusammengestellt aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Palais am Festungsgraben, nämlich dem Ort des ehemaligen Stadtschlosses. Es war zu der Zeit die Baustelle zum Humboldt-Forum, und da dieses Gespenst der Hohenzollern, Ottokar III., der übrigens auch mit der Legende von der weißen Frau radikal aufgeräumt hat in diesem Feature, weil also diese Baustelle da unbewohnbar war, hatte das Gespenst bei uns Asyl und erzählte über 600 Jahre Geschichte der Hohenzollern, des Stadtschlosses und natürlich unserer Stadt mit Kenntnis und mit Tratsch und Klatsch. Matthias Zahlbaum und ich waren auch dabei, als die Besucher, die plötzlich auf der Baustelle diesem Gespenst begegnen. Und wir hatten eine wunderbare, unterhaltsame Geschichtsstunde, wie sie so üblich ist bei uns im Haus. Und ich freue mich, Ihnen jetzt ein paar Ausschnitte davon zu zeigen. Das Schloss, ein Gespenst räumt auf, übrigens eine Paraderolle für Karl Martin Spengler. Viel Vergnügen. Würden Sie vielleicht so freundlich sein, sich vorzustellen? Verzeihen Sie, ich bin untröstlich, mein Fräulein. Ottokar IV., Geist der Hohenzollern, eines noch vor kurzem recht mittelmäßigen Hauses in Schwaben. Und als jüngster Spross der Geisterfamilie zur Zeit König Sigismunds nach Berlin-Köln gezogen. Sehr freundlich. Ja, ich bin Gabriele die Erste. Und so gesehen bin ich Matthias der Zweite. Was heißt vor kurzem? Vor 600 Jahren. Fast auf den Tag genau. Ich muss Ihnen einschränkend sagen, ich habe genaue Kenntnis nur über einen geringen Zeitraum. Ja, und das heißt? Ich bin ein Hohenzollern-Gespenst. Das macht doch nichts. Ich bin eben nur über 500 Jahre voll auskunftsfähig und zugegebenermaßen die übrigen letzten 100 Jahre frustriert. Aber für diesen Zeitraum davor, am 8. Juli 1411 ernennt König Sigismund den Burggrafen Friedrich VI. Von Nürnberg aus dem Geschlecht der Hohenzollern zum Landverweser der Mark. Damit beginnt die 500-jährige... Stopp! Was war denn davor? Ich suche eine Event-Idee. Ich will doch jetzt nicht die Geschichte der Hohenzollern. Aber ich sagte Ihnen bereits, ich bin nur flüchtig bewandert. Ich kam erst 1411 im Gefolge des Friedrich. Denken Sie nicht, dass das eine reizvolle Unternehmung war. Nichts von einem Schloss. Etwas von der Größe gab es wohl in Spandau oder in Köpenick. Danke. Also nun mal Butter an die Fische. Wie war das mit der Weizenfrau? Hören Sie damit auf, sonst ziehe ich mich sofort in die Unsichtbarkeit zurück. Nein. Nicht doch. Bitte. Na, wieso denn? Weiße Frau. Entschuldigung, dachte, Gespenst ist Gespenst. Eben nicht. Also, Friedrich der Sechste. Nein, Friedrich der Erste. Mein Gott, ist das ein Durcheinander. Und sowas kommt aus Schwaben? Friedrich der Erste, Friedrich der Zweite, Friedrich der Dritte, Wilhelm der Erste, Wilhelm der Zweite und dann zur Abwechslung. Ich ahne es. Friedrich Wilhelm der Erste, der Zweite, der Dritte. Naja, ein bisschen profan ausgedrückt, aber letztlich stimmte es. Sie erstaunen mich. Oh ja, ein bisschen was liest man ja auch. Aber erst einige Generationen weiter gab es wirklich Ruhe. Naja, aber auch nicht so wirklich, denn der nächste Friedrich, von den Berlinern übrigens Friedrich der Fette genannt. Nein, aber fett war er, das müssen Sie wirklich zugeben, ja? Diese Berliner, alles wissen die besser. Also der plante eine Trutzburg. So
so gesehen ging es jetzt mit dem Schloss los. Ja, genau. Alle, der querulante Adel und die aufsässigen Bürger, sollten es sehen. Dicke Mauern drumherum, hier sitzt die Macht. Ja, so ein Bau ist doch immer eine Machtdemonstration. Ja. Ob dicke Mauern? Ja, oder kilometerlange. Ja, Größe und Schönheit. Pracht oder Zerstörung. Sprengung und Wiedervereinigung. Abriss und Rekonstruktion. Macht. Ich weiß jetzt nicht, worauf Sie anspielen. Macht. Ja, nichts. Was war denn Ihr Lieblingsplatz in der ersten, also im ersten Schloss? Ach ja, das war der nördliche Turm. Ein Turm? Der grüne Hut wird jetzt beim Schlossneubau so ein bisschen angedeutet. Ja, ja, also erst einmal war es nur ein Turm ohne Hut. Ja, darin... Er dient als Gefängnis. Ja, und darin soll es doch auch mal so ein Gespenst gegeben haben. Das ist der Anfang aller Demütigungen, die ich als echtes Hohenzollern-Gespenst nun zu ertragen hatte. Na, dann erzählen Sie mal. Sehe ich aus wie eine Frau? Kann man nicht unbedingt sagen. Sehe ich aus wie ein Mörder? Überhaupt nicht. Man redete, im Kerker würde ein grausames Gespenst walten. Die eiserne Jungfrau. Eine durchaus verführerische Dame, die zu Lebzeiten einen tiefen Groll gegen untreue Galane hegte, den sie über ihren Tod hinaus in Rache verwandelte. Wurde einer der Unholde ihr zugeführt, so erwachte sie zum Leben und mit ihr Mordgelüste. Sie drückte den Verführer fest an ihren unsichtbaren Dornen und Messern besetzten prachtvollen Busen, sprach Wade in Pacem und warf seinen zerfetzten Körper den Karpfen in der Spree zum Fraß vor. Wurde in der Spree geangelt? Welches Schloss war Ihnen in den Jahrhunderten eigentlich das Liebste? Das nun folgte, dieses wunderbare Renaissance-Schloss Joachims des Zweiten, 1538. Schauen Sie mal. Ist es nicht wunderbar? 3 Stockwerke hoch, 36 Meter, 6 Meter höher als das spätere. Renaissance-Giebel mit zierlichen Balkonen, die Schauseite jetzt zur Sonne, an den Ecken Türme, Sandstein mit feinen Malereien, Freskenmalereien. Die erste preußische Fahne wehte über dem Schloss, der erste Dombau, ein Badezimmer für sich und Badestuben für das Volk. Und der Leibmedikus, übrigens ein Sohn Martin Luthers, ließ Häuser desinfizieren und ordnete Zähneputzen an. Das soll heute noch ganz modern sein. Ja. Ja, und Literatur und Musik im Schloss. Kommen wir mal zurück zu meiner Geschäftsidee. Ich kann mich mit Ihnen nicht immer über Zähneputzen, Steuern und Schulden unterhalten. Das verdirbt mir den Appetit. Also entweder jetzt ein Histörchen oder Musik oder beides. Und die Juden durften wieder nach Berlin, wenn sie Schutzgelder bezahlen. Ach nee, diese deutsche Geschichte, haben sie nicht was Heiteres? Oh. Haben sie nicht vielleicht... Tja, vielleicht so was Schlüpfriges. Warum interessieren Sie nur solche Dinge? Ja, weil man die nicht gut kennt, erstens. Und zweitens sind die unterhaltsam. Und drittens, wenn man einem so einmaligen Zeitzeugen wie Ihnen begegnet, dann ist das keine üble Nachrede, sondern ein historischer Erlebnisbericht. Na gut, aber es geht natürlich wieder mal auf meine Kosten. Ich bitte Sie aufs Innigste um Diskretion. Ja, ja, selbstverständlich. Garantiert. Hand aufs Herz. Pionier, Ihr Wort. Was? Das würde jetzt zu weit führen. Nun also. Joachim der Zweite. Der tolerante Badezimmerverschwender. Hatte auch seine Pläsierchen. Er fühlte sich, ohne auf Amt und Würden zu achten,
hingezogen zu den Kindern des Volkes. Das ist doch nett. Zu den weiblichen Kindern. Oh. Ah, es gab einen Grund. Seine Gattin hatte eine Art Jagdunfall. Im Jagdschloss Grimnitz brach sie senkrecht durch die Decke des ersten Stockes und verletzte sich an einem an der Wand hängenden, das ist mir jetzt unangenehm, und verletzte sich an einem an der Wand hängenden Hirschgeweih. Bitte was? Geweih eines Zwölfenders an peinlicher Stelle. Sie nahm keinen der Leibärzte in Anspruch. Das Volk gab ihr den mitleidlosen Titel Hedwig die Züchtige. Der große Kurfürst. In jedem Anfang steckt ein neuer Zauber. Ja, also gut, dann. Ach, bitte, dann erzählen Sie doch von Ihrem Idol. Friedrich Wilhelm hatte das große Glück, nicht in Berlin-Köln, sondern in Holland erzogen zu werden. Er studierte in Den Haag und Leiden. Schauen Sie mal. Ein Kraftpaket. Ne? Sag es. Er stellt das erste stehende Heer Europas auf. Na klar, was sonst? Ja, Sie sagen das von Ihrer heutigen Sicht. Aber nach dem großen Krieg waren die Konflikte doch nicht verschwunden. Er achtete keine Treue, keinen Eid, keinen Vertrag. Er kannte nur Macht. Er war ein moderner Herrscher. Die friedlichste Machterweiterung der modernen Herrscher war doch eigentlich immer die Heirat. Na ja, auch bei ihm. Seine Brautwerber schwärmten aus nach Polen, nach Schweden. Die Polin bekam er nicht. Christine von Schweden wollte ihn nicht. Ja, zu viel Mann auf einmal. Aber die oranische Prinzessin Luise Henriette war dann das große Los. Jung, schön. Ich versuche zu verstehen. Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, holte aus Holland den Architekten und Künstler Johann Gregor Memhardt 1645 an seinen Hof. Ein Glücksgriff. Das war doch der, der den ersten exakten Stadtplan erstellte. Richtig maßstabgetreu. Nun konnte zum ersten Mal die wirkliche Planung des Zentrums von Berlin-Köln beginnen. Und das war nun einmal das Schloss. Zuerst ging es an die Wohnräume für die kurfürstliche Familie. Die schönheitsverwöhnte Braut wäre vermutlich in Ohnmacht gefallen, wenn sie ins derzeitige Schloss geführt worden wäre. Wieso denn? Ja, das Schloss war total verwahrlost. In den letzten Jahren des Vorgängers war nichts, aber auch nichts am Schloss gemacht worden. Nehmen wir Schlüter. Nehmen wir Schlüter. Er war der größte Visionär, den Berlin hatte, der größte Künstler. Ja, zu seiner Zeit. Nein, nein, sehen Sie, es gibt etwas, was allen Urteilen standhält. Er war Architekt, Bildhauer, er veränderte Berlin, das Schloss, das Portal, ach, was sag ich, die Sicht auf Preußen. Die Innenräume des Hofes, nach ihm benannt. Ja, heute wird das im Schlossneubau ihm zu Ehren einen Schlüterhof geben. Sehr gut. Aber ich hatte auch nach diesen furchtbaren Schlägen aus der Luft immer noch ein Plätzchen. Das muss gesagt werden, ein sehr schönes Plätzchen auf der Schlüterseite. Ja, aber dann standen Sie auf der Straße, diesmal nicht durch Schläge aus der Luft, sondern aus Überzeugung. Wie mein? Ja, das schöne Schloss, ne? Hopp. Ach so, apropos, wie fanden Sie denn den Palast? Der Republik. Aha. Oh Gott. Was? Sie wohnten in dem Lampenladen? Wo sollte ich denn hin? Ja, Sie ahnen ja nicht, vor was für Problemen man steht als ortsgebundenes Schlossgespenst. Ich war ja immer auf der Flucht mit meiner Bibliothek. Ach, wissen Sie, um den Schlossneubau gab es immer Streit, wird es immer Streit geben. Ja. Sicherlich, aber nicht über die künftige Nutzung. Ich glaube, da sind sich inzwischen alle einig. Ich habe hier was gefunden, trage ich seitdem immer bei mir. Ich habe gelesen, es gäbe drei Formen des Kampfes um das Dasein. Der Kampf bis zur Niederlage,
Der Kampf bis zur Zerstörung und der Kampf bis zur Übereinkunft. Die humanste und vorteilhafteste Form ist der Kampf bis zur Übereinkunft. Wer sich das zum Prinzip macht, ist ein wahrer Weltbürger geworden. Achtung, Achtung! Eine Durchsage des Sicherheitsdienstes. Wir bitten Sie, sich umgehend bemerkbar zu machen und zum Ausgang zu begeben. Wissen Sie, das war für mich der schönste Tag seit 125 Jahren. Ja, für mich auch. Für uns auch. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Also wir kommen wieder und dann bringe ich den Vertrag mit. Und dann werden wir sehen, was aus allem geworden ist.